Heute bei Bitte melde dich. Dagmar und Gisela suchen ihren Bruder und Sohn Georg. Vor über 40 Jahren verschwand der plötzlich und unerwartet. Also ich habe es viele Jahre verdrängt und jetzt kommt alles wieder hoch. Ich könnte nur noch heulen. Ist Georg in die USA ausgewandert? Alles spricht dafür. Aber wo soll ich anfangen zu suchen? Ich kämpfe mich durch alle Klimazonen. Mir friert das Gesicht ein. Ich lasse mich nicht beirren. Aber je länger ich suche, umso mehr verliere ich die Hoffnung. Kein Mensch kennt Georg Wolf. Das alles jetzt bei Bitte melde dich. Schön, dass Sie dabei sind. Hallo, ich bin Julia Leischig. Vor einigen Tagen habe ich mich mit Gisela und Dagmar getroffen. Die beiden sind Mutter und Tochter und vermissen ihren Sohn und Bruder Georg seit über 40 Jahren. Nach einem gemeinsamen Tanzabend bei der Mutter verschwindet Georg spurlos und hat sich seitdem auch nie wieder gemeldet. Ich habe mit Gisela und Dagmar gesprochen und die beiden hoffen sehr, dass ich ihnen weiterhelfen kann. Dagmar und Gisela haben ein sehr inniges Verhältnis und sehen sich mindestens einmal in der Woche. Dagmar hat sich bei mir gemeldet, denn ihre 86-jährige Mutter hat große Schuldgefühle. Ihr Sohn ist 1982 spurlos verschwunden und Gisela fühlt sich dafür verantwortlich. Hallo ihr beiden. Ja. Hallo Gisela. Ja. Hallo Dagmar. Es freut mich sehr. Freut mich sehr. Hallo. Oh, das sehe ich in zwei ganz aufgeregte Gesichter. Ja. Dann kommt erst mal mit rein. Dann setzen wir uns zusammen. Und durchgefroren, ja. Ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Das hat ja einen wichtigen Grund, denn Dagmar und Gisela, ihr sucht jemanden. Mhm. Wer ist das, Gisela? Mein Sohn. Wie heißt dein Sohn? Georg. Ihr habt euch ganz viele Jahre schon nicht gesehen. 40 Jahre. Gisela, erzähl mir mal, warum dein kleiner Sohn letztendlich nicht bei dir aufgewachsen ist. Was war da los? Damals im Wuppertal habe ich einen Mann kennengelernt und mit dem bin ich mit nach Hamburg, mit 16. Und wir haben auch geheiratet, als ich 20 war und da habe ich Georg bekommen. Giselas Glück scheint perfekt. Sie ist Mutter eines gesunden Sohnes, liebt ihren Mann über alles und die drei sind eine perfekte kleine Familie. Doch dann passiert etwas, das die Welt der jungen Gisela komplett auf den Kopf stellt. Da bin ich eines Tages von der Arbeit gekommen und da bin ich ins Zimmer und da lag mein Mann damals mit seinem besten Freund im Bett. Und ich war ja damals doof. Ich wusste ja gar nicht, was. Du konntest es gar nicht einordnen. Ich konnte überhaupt nicht einordnen. Ich weiß nur, dass ich schreiend weggelaufen bin und bei einer Nachbarin irgendwo gelandet bin. Und da habe ich da die ersten Tage gewohnt. Geschockt und verwirrt verlässt Gisela ihren Mann. Das Fatale, ihr Sohn Georg kommt zu den Großeltern väterlicherseits. Die kümmern sich gut um den Kleinen, versuchen jedoch mit allen Mitteln von Gisela das Sorgerecht übertragen zu bekommen. Schließlich willigt die naive Mutter ein. Man muss auch sagen, das war damals auch eine Zeit, das kenne ich auch aus anderen Geschichten, wo sich auch Eltern und Schwiegereltern viel mehr eingemischt haben. Genau. Ich glaube, junge Frauen heute können sich das gar nicht vorstellen. Ach, was? Auf jeden Fall haben sie dich alle gemeinsam überzeugt, dass das so das Beste wäre. Ja, und da habe ich zugestimmt. Also ich habe es viele Jahre verdrängt und jetzt kommt alles wieder hoch. Und das ist eigentlich, muss ich sagen, für mich im Moment ein bisschen, ich könnte nur noch heulen. Gisela lernt einen neuen Mann kennen, bekommt 1968 Tochter Dagmar. Der Kontakt zu Georg geht in dieser Zeit aber schließlich komplett verloren. Erst Anfang der 80er Jahre wendet sich das Blatt. Und da war für ein paar Jahre wieder Kontakt. Ich habe ihn in der Firma besucht und wir sind auch viel ausgegangen, wir beiden. Und ich bin mit ihm auch auf dem Schiff, so Tanzschiffe. Das habe ich ja alles mit ihm erlebt. Es scheint, als wären Mutter und Sohn nie getrennt gewesen.
Die beiden lernen sich neu kennen. Gisela und Dagmar besuchen Georg öfter auf seiner Arbeitsstelle im Hamburger Hafen. Gemeinsame Unternehmungen stehen fast auf der Tagesordnung. Alles bis zu diesem, wo er denn gesagt hat, weißt du Mama, ich glaube, ich möchte auswandern. 1982 feiern Mutter und Sohn eine kleine Party. Das Tanzbein wird geschwungen und alles scheint normal. Was niemand ahnt, dies ist das letzte Treffen der Familie. Und von da an haben wir nie wieder was gehört. Und ich habe Jahre versucht, über Ämter und so irgendwas zu erfahren, habe ich aber nicht. Dagmar, hat er damals erwähnt, wohin er wollte? Gab es da konkrete Pläne? Amerika war die Ansage. Nur Amerika ist groß. Also ich weiß nicht, ob Nord- oder Südamerika, Mittelamerika. Das heißt, ihr wisst auch nicht, wie es Georg geht, wie Nein. die Umstände sind? Gar nicht. Gisela hat es immer versäumt, ihrem Sohn zu erklären, warum sie ihn als Kind im Stich ließ. Jetzt ist er verschwunden. Dabei würde sie sich ihm so gerne erklären. Gisela, wenn ich ihn finden würde, wenn er dann auch mit mir sprechen würde, was soll ich ihm sagen? Soll ich ihm irgendwas ausrichten? Ja, es reicht dem aus, dass ich mit ihm unbedingt sprechen möchte. Ich kann eigentlich mich im Moment nur entschuldigen und ihm erzählen, was mir passiert ist. Ich denke nicht, dass er weiß, warum ich weggegangen bin. Das wird ihm keiner erzählt haben. Dagmar, was würde dir das bedeuten? Mir würde das für meine Mutter auf jeden Fall so viel bedeuten, dass sie ihre Lücke schließt für sich. Und dass ich ihm eben halt sagen kann, so, hey, du hast eine Schwester. Aber man kriegt ihn irgendwo ja nicht zu fassen. Und das ist einfach ein unwahrscheinlich schreckliches Gefühl. Und wie wäre es zu sehen, dass die beiden es schaffen, das wäre der Hammer, miteinander ins Reine zu kommen? Das wäre so schön. Gisela, ich werde alles versuchen, irgendwas rauszufinden und deinen Sohn zu finden. Und das verspreche ich dir. Wäre schön, wenn das wäre. Einige Tage später. Ich habe den beiden versprochen, Georg zu finden und sofort mit der Recherche begonnen. Jetzt bin ich mit meinem Team zu einem Online-Meeting verabredet. Ich möchte die Ergebnisse mit den Kollegen teilen, damit wir gemeinsam nach Georg suchen können. Ja, ihr wisst ja schon ein bisschen was. Es geht um Gisela und Dagmar, die den Sohn bzw. Bruder Georg suchen. Und ich bin im Moment noch ziemlich ratlos, beziehungsweise am Anfang. Also es gibt von Georg keinerlei Spur. Wir wissen nicht, wo er jetzt sein könnte. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht mal, ob er überhaupt noch lebt. Julia, vielleicht könntest du uns ganz kurz noch mal sozusagen zusammenfassend alle Infos geben, die du jetzt schon zu der vermissten Person hast. Ja, ich mail euch das dann auch noch mal alles. Aber es geht um Georg Friedhelm Wolf, geboren am 30. Januar 1956 in Hamburg. Die Spur, also der Kontakt zur Familie, verliert sich 1982. Letzte bekannte Adresse war in Hamburg-Eimsbüttel. Das Einwohnermeldeamt in Hamburg hat mitgeteilt, dass sie aus tatsächlichen und rechtlichen Gründen keine Auskunft geben können. Das könnte dafür sprechen, dass er vielleicht wirklich seinen Traum verwirklicht hat und in die USA gegangen ist. Deswegen habe ich mich auf diese Spur konzentriert. Und habe da auch was ganz Interessantes gefunden. Ich habe hier ein Dokument, das ist eine Kopie. Daraus geht hervor, dass 1983 ein Container vom Hafen Hamburg nach Miami verschifft wurde. Auftraggeber ein Georg Wolf. Und deswegen werde ich auf jeden Fall dieser Spur hier nachgehen und nach Miami fliegen. Okay, dann teilen wir uns hier auf und telefonieren alle Einwohnermeldeämter rund um Hamburg durch und ziehen den Kreis dann immer größer? Ja. Okay, und ich würde mich tatsächlich noch mal auf Hamburg selbst konzentrieren. Also wirklich einfach hinfahren, auf Spurensuche gehen vor Ort und mich durchfragen. Sehr gut. Also ich würde auch auf jeden Fall in Eimsbüttel anfangen. Denn da verliert sich ja gewissermaßen die Spur. Und ja, brauche ich euch nicht zu erklären. Versucht alles, wie ich euch halt kenne. Denn ich würde den beiden so gerne helfen. Auf jeden Fall. Julia, dir dann ganz viel Erfolg in den USA und wir hören uns auf jeden Fall nochmal. Alles klar. Alles Gute euch. Ne? Wir hören uns. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Einige Tage später sitze ich im Flugzeug nach Florida. Mein Ziel, Miami.
Tatsächlich ist die Stadt Ziel unzähliger Auswanderer auch aus Deutschland. Dass Georg hier gelandet ist, scheint also plausibel. Mein erster Anlaufpunkt ist der Hafen von Miami und das hat seinen Grund. Hier im Hafen von Miami soll nach meinen Unterlagen der Container von Georg Wolf damals angekommen sein. Der Zoll soll nähere Informationen dazu haben, wo Güter und Container hingebracht werden, nachdem die Schiffe eingelaufen sind. Deswegen mache ich mich jetzt im hiesigen Zollamt auf Spurensuche. Also ich habe im Vorfeld noch nicht nach Georgs Container gefragt. Das geht nur persönlich vor Ort. Und leider muss auch die Kamera draußen bleiben. Ich hoffe sehr, dass man mir hier im Zollamt von Miami weiterhelfen kann. Oft wird im persönlichen Gespräch vor Ort erst möglich, was telefonisch noch unmöglich scheint. Das dauert aber, so auch hier. Wahnsinn, ich habe da drin mit so vielen Leuten gesprochen, bis ich jetzt nach sage und schreibe 4 Stunden endlich jemanden gefunden habe, der mir sagen konnte, an welche Zieladresse der Container von Georg Wolf damals gegangen ist. Und da fahre ich morgen hin. Heute ist es nämlich schon recht spät. Und morgen ist auch noch ein Tag. Der nächste Morgen. Ich möchte mich auf den Weg machen, um zu der Adresse zu fahren, die ich gestern erhalten habe. Das ist natürlich auch ein bisschen Miami Beach, ne? Pumpen und posen. Nur Minuten später erhalte ich eine Sprachnachricht von Lukas. Der möchte mich auf den Stand der Recherche des Teams daheim bringen. Hallo Julia, hier mal ein kurzes Update von meiner Seite. Also leider sind wir noch nicht so richtig weit gekommen. Also ich habe mich jetzt wirklich einmal quasi komplett durch Hamburg-Eimsbüttel gefragt, weil da ja die letzte bekannte Adresse von Georg Wolf war. Hab da aber leider keinen Erfolg gehabt. Und morgen bin ich dann da, wo er früher gearbeitet haben soll. Vielleicht komme ich da ja irgendwie weiter. Die anderen telefonieren sich auf jeden Fall durch die Ämter und Vororte. Gut, soweit erstmal. Und ja klar, wir wünschen dir auf jeden Fall viel Erfolg in Miami. Tschüss, mach's gut. Ja. Viel Glück kann ich wirklich brauchen. Eine knappe Stunde dauert die Fahrt von Miami Beach bis in das Gebiet, in dem die Adresse liegt, an die ein Georg Wolf 1983 einen Container gesendet hat. Turn right now and then your destination is ahead. Okay, also jetzt hier rechts. Aber das ist ein Schrottplatz. You have arrived at your destination. Thank you. Ich habe eigentlich eine Wohnadresse erwartet. Aber hier gibt es nur einen Schrottplatz neben dem anderen. Hi. Hallo. Ich brauche Hilfe. Darf ich mit Ihnen sprechen? Hallo. Hallo. Ich bin Julia aus Deutschland. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Sein Name ist George Wolf. Sagt Ihnen der Name was? Der kommt mir bekannt vor, aber... Kann es sein, dass er hier arbeitet? In der letzten Zeit jedenfalls nicht. Es ist eine seltsame Geschichte. Nach meinen Informationen hat er sich einen Überseecontainer hierher schicken lassen. Das war 1983. Das sagt Ihnen nichts? Das ist zu lange her. Verstehe. Gibt es jemanden, den ich fragen könnte? Ich kann Ihnen die Nummer meines Vaters geben. Er ist hier der Boss. Vielleicht kann er helfen. Ihr Vater könnte das wissen? Ja, ich kann Ihnen seine Nummer geben. Das wäre perfekt. Also, sein Name ist... Sein Name ist Mark. Wie heißen Sie? Landon. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Landon. Ich versuche, ihn zu erreichen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Thank you.
bekommen. Wie kann er mich überhaupt hören? So laut ist es hier. Hallo, sind Sie Mark? Hi. Hallo, mein Name ist Julia. Yes. Ich rufe vom Schrottplatz aus an. Ihr Sohn hat mir Ihre Nummer gegeben. Ich brauche Ihre Hilfe. Schnell erreiche ich den Besitzer des Schrottplatzes persönlich. Und als der hört, dass es sich um eine Familienzusammenführung handelt, versucht er mir spontan zu helfen. Und es gibt sogar eine neue Information. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Yes. Das hoffe ich. Bye, bye. Wiedersehen. Also der Chef hier konnte mir tatsächlich bestätigen, dass Georg damals hier auf dem Schrottplatz gearbeitet hat. Leider haben die natürlich mittlerweile keinerlei Kontakt mehr. Er konnte sich aber daran erinnern, wo Georg danach gearbeitet hat und hat mir auch eine Adresse rausgesucht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob er da immer noch beschäftigt ist, aber ich versuche einfach mein Glück. Noch immer ist nicht garantiert, dass der ehemalige Mitarbeiter des Schrottplatzes, George Wolf, auch tatsächlich Giselas Sohn ist. Der, dessen Spur ich gerade verfolge, soll vor einigen Jahren bei einem Jetski-Verleih gearbeitet haben. Und ich habe sogar den Namen des Unternehmens. Entschuldigung, ich suche Buja Jetski. Wissen Sie, wo das ist? Das ist da vorne an der Ecke. Ah, okay, danke. Die Jetski sehe ich. Entschuldigung. Hi. Entschuldigen Sie. Sorry. Ich bin Julia aus Deutschland. I'm Julia from Germany. And hallo. Hi. Wie heißen Sie? Ich bin Darius. Hallo Darius. Ich suche jemanden, der hier gearbeitet hat oder arbeitet. Sein Name ist George Wolf. Er hat vor ein paar Jahren hier gearbeitet. Er war unser Mechaniker. Ah, Sie erinnern sich? Ja. Ein älterer Typ. Sehr gut. Ein George Wolf hat hier als Mechaniker gearbeitet. So viel steht fest. Ob dieser aber auch aus Deutschland stammt, kann Darius mir leider nicht sagen. Er hatte keinen engen privaten Kontakt zu George und hat das auch bis heute nicht. Wissen Sie, ob er hier in der Gegend noch irgendwo arbeitet? Das glaube ich nicht. Das Letzte, was ich von ihm weiß, ist, dass er nach Hardin, Ohio gezogen ist. Nach Ohio? Ja. In welche Stadt? Hardin. Hardin? Ja. Sie haben wahrscheinlich keine Adresse oder so. Tut mir leid, er war ein Einzelgänger. Ich kenne niemanden, der ihn näher kannte. Verstehe, also Hardin in Ohio. Darius, können Sie sich noch an irgendetwas erinnern, an seine Familie oder Ähnliches, was mir helfen könnte, ihn zu finden? Er stand der Kirche sehr nahe. Er sammelte immer Spenden. Wirklich? Ja. Sie meinen, er war ein aktives Kirchenmitglied? Ja. Okay. Erinnern Sie sich, welcher Religionsgemeinschaft er angehörte? Nein, das weiß ich leider nicht. Okay. Sie sind sich aber sicher, dass er weggezogen ist. In Miami zu bleiben macht also keinen Sinn. Das Letzte, was ich weiß, ist, dass er nach Ohio gegangen ist. Okay. Ich bin so froh, dass ich Sie getroffen habe. Sie haben mir sehr geholfen. Es geht um eine Familienzusammenführung. Ich hoffe, Sie finden ihn. Okay, vielen Dank, Darius. Alles Gute. Tschüss. Ja, eins ist auf jeden Fall klar, hier in Miami komme ich nicht weiter. Aber mit dem, was ich jetzt gerade von Darius beim Jetski erfahren habe, kann ich ja neu ansetzen. Georg soll nach Hardin, Ohio gegangen sein und wohl ziemlich aktiv in der Kirche sein. Ohio ist jetzt nicht gerade um die Ecke, aber es ist meine wichtigste Spur. Und das bedeutet für mich jetzt Koffer packen und ab zum Flughafen. Am nächsten Tag fliege ich von Miami nach Cincinnati, Ohio. Doch das ist nur mein erstes Ziel. Ich muss noch knapp 2 Stunden weiter. Hier herrscht ein deutlich anderes Klima als in Florida. Ja, ich bin in Cincinnati gelandet. Da war es noch einigermaßen schön und trocken. Und hier 50 Kilometer weiter nördlich ist der Winter ausgebrochen. Da ich online keinen George Wolf in Hardin finden konnte, versuche ich in der Kirche des Ortes nach dem aktiven Christen zu suchen. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, wo die Kirche ist. Working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. Da ist die Kirche. Ja.
Tell them that God's gonna cut you down. Tell them that God's gonna cut you down. Oh. Schon sehr schattig. Schätzung minus 12, schätze ich. Der Weg ist nicht freigeräumt. Das stimmt mich schon mal nicht positiv. Hallo? Hallo? Außer Hunde rührt sich hier gar nichts. Harden ist klein. Vielleicht höre ich mich einfach ein bisschen um. Mir friert das Gesicht ein. Aber mit einem Lächeln. Ich brauche Hilfe. Kann ich reinkommen? Danke. Ah. Hi. Hallo. Ich komme aus Deutschland und ich brauche Ihre Hilfe. Wir sind auf der Suche nach einer vermissten Person. Ich war in Miami. Dort sagte man mir, die Person wäre nach Harden verzogen. Er heißt George Wolf. Er kommt aus Deutschland. Seine Mutter und seine Schwester suchen ihn. Ich weiß nicht, wer das ist. Nein, und ich lebe schon mein ganzes Leben hier. Sie kennen ihn nicht? Nein, hier kennt wahrscheinlich jeder jeden. Das trifft auf die meisten zu, aber nicht grundsätzlich auf alle. Okay. Wie alt ist er denn? Er ist jetzt 66. Das ist ein altes Bild von ihm. Ich kann mich an keine Wolves an diesem Ort erinnern. Nein. Nein, tut mir leid. Okay. Das klingt nicht gut, aber ich gebe nicht auf. Doesn't sound good to me. Okay, thank you. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Thank you so much. Auf Wiedersehen. Bye. Einen schönen Tag noch. Thank you, sir. Hi. Hallo, entschuldigen Sie, ich brauche Ihre Hilfe. Ich komme aus Deutschland und suche eine vermisste Person. Ich suche diesen Mann. Sein Name ist George Wolf. Ich habe gehört, dass er nach Harden gezogen sein soll. Von dem habe ich noch nie was gehört. Nein, er kommt Ihnen nicht bekannt vor? Leider nicht. Danke. Okay. Viel Glück. Dankeschön. Tschüss. Oh, es ist so kalt hier. Oh ja. Und hier ist ja auch mega kalt, oder? Komm, wir klopfen nochmal. Hello? Hallo? Hi. Entschuldigen Sie. Ich komme aus Deutschland und brauche Hilfe. Ich suche eine vermisste Person. Sein Name ist George Wolf. Noch nie gehört. Entschuldigen Sie die Störung. Ich komme aus Deutschland. Ich suche diesen Mann. Seine Mutter vermisst ihn. George Wolf. Den habe ich noch nie gesehen. Nein. Danke für Ihre Hilfe. Auf Wiedersehen. Bye-bye. Oh, da vorne hält auch schon wieder einer. Ist richtig was los in Harden. Hi, hallo, ich komme aus Deutschland und brauche Hilfe. Ich suche eine vermisste Person. George Wolf. Haben Sie ihn jemals gesehen? Tut mir leid. Nein, seine Mutter sucht ihn. Es ist nichts Schlimmes. Es geht um eine Familienzusammenführung. Ich habe ihn noch nie gesehen. Und der Name George Wolf? Nein. Okay, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Also, ich bin ganz sicher, dass hier in diesem kleinen Ort auf jeden Fall jeder jeden kennt. Aber kein Mensch kennt Georg Wolf.